Microsoft 8.9 fragt an, ob es eine Möglichkeit gibt, den Windows Media Player bzw. den VLC Player genauso in die Taskleiste reinzusetzen und diesen zu nutzen wie den Windows Media Player. Hat uns auch einen Screenshot geschickt. Und zwar sehen wir da, vorausgesetzt ich schaffe das Ganze hier zu markieren, und zwar sehen wir hier den Systemtray und da ist halt hier dieser Media Player drin mit diesen Controls zum Steuern. Ob es sowas so gibt. Also wir sind jetzt da nicht so tief in die Materie eingestiegen. Ich könnte mir vorstellen, es gibt Add-ons für den VLC-Player, die das genauso machen. Aber Sie haben bestimmt das Verständnis, dass wir jetzt nicht bei jeder Mail, sage ich jetzt mal, eine halbe Stunde investigieren, wie man sie lösen kann, sondern entweder wir finden eine Lösung innerhalb von ein paar Minuten, ansonsten skippen wir die Geschichte. So, was wir jetzt auf jeden Fall hier beim VLC-Media-Player gefunden haben, ist, dass man den so einstellen kann, beziehungsweise die Standardeinstellungen sind so, dass er sowieso immer so ein kleines Icon, also diesen Cone, den zeigt er ja sowieso an, also diesen Cone hier, dieses gelbe Verkehrsding, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Egal, aber wenn ich da mit der rechten Maustaste draufklicke, auch im Systemtray, dann bekomme ich diese Steuerungsangaben nicht so direkt, das heißt, ich muss einen Klick mehr machen als jetzt hier, aber eventuell reicht Ihnen das schon. Ansonsten, ja, müsste man wahrscheinlich ein Webinterface machen. Oder man kann es natürlich auch noch richtig übertreiben. Man kann den VLC-Player auch über einen Webbrowser navigieren. Insoweit, also da gibt es viele Möglichkeiten. Deswegen kürzen wir die Sache ab. Es geht auf jeden Fall. Frage ist nur, geht es genau so oder eben rechte Maustaste und dann eben linke Maustaste die entsprechenden Befehle ausführen? Oder sagen Sie sich, ach Quatsch, ich programmiere mir eine Mini-HTML-Seite und setze die einfach da oben in meinen Systemtray und so weiter und so fort. Oder ich schreibe mir mit Visual Basic eine eigene Anwendung, die ich hier oben reinsetze mit drei Icons. Und je nachdem, welches Icon ich klicke, wird einfach über HTTP folgender Befehl an meinen VLC-Player geschickt. Das geht alles. Also der VLC-Player ist da das Universal-Tool schlechthin. Kann man alles in den Einstellungen übers Interface rausbekommen, dass der auf x verschiedenen Protokollen lauscht bzw. gefüttert werden kann. Deswegen, ich denke mal, es gibt schon ein Plugin. Basic Know-How fragt an, ob es sinnvoll ist, seine 300 GB große Festplatte, die mit Windows 7 installiert ist, in zwei Partitionen zu trennen. Die erste Partition soll die Systempartition sein, 20 GB, und die restlichen 180 GB, die sollen, das sind aber nur 200 GB. Wo sind denn die anderen 100 GB? Windows. Völlig uneffektiv. Nein, nein, ich weiß schon, wie es gemeint ist. Wahrscheinlich haben sie sich da nur verschrieben. Also ich würde wahrscheinlich, aus 20 GB würde ich wahrscheinlich 30 oder 40 GB machen. Ich schätze mal, sie müssen da nicht knauserig sein. Es geht allerdings auch so, dass sie eine Partition, die sie erstmal erstellen, wenn sie sagen, ach, 20 GB reicht. Soweit ich weiß, verbraucht auf Windows 7 schon bei der Installation direkt 6, 7 GB. Ne? Oder stimmt das nicht? Egal. Auf jeden Fall, wenn es knapp wird, können Sie es immer noch von der Größe her verändern. Haben wir schon gezeigt, Gparted ist da Ihr Freund. Deswegen, das sollte problemlos funktionieren. Ansonsten, ja, das macht durchaus Sinn, das so zu machen, die Daten von den Systemdaten oder die Nutzdaten von den Systemdaten zu trennen. Da würde ich allerdings direkt zu Anfang dann darauf achten, dass der Benutzerordner, also dieses eigene Dateien, dass das ausgelagert ist. Am besten den kompletten User, das komplette User-Verzeichnis, also C, Users, Ihr Name, am besten den kompletten Kram auslagern, weil da sind ja eigentlich die ganzen Programm-Nutzdaten drin und da sind auch jede Menge Cache-Daten drin oder Dateien drin. Und die sind ja nun wirklich sowas von unnötig, aber die wachsen auf die Dauer halt immer mehr an und ja, verstopfen halt dann mehr oder weniger nicht das unbedingt das System, aber sorgen dafür, dass die Festplatte früher oder später immer kleiner wird. Deswegen die Festplatte, an dessen Rechner ich jetzt hier gerade sitze, die habe ich also auch, da ist noch Windows XP drauf, aber die habe ich auch schon zwei, dreimal vergrößert und jetzt bin ich, glaube ich, schon bei 25 GB und ja, ich muss sie jetzt demnächst nochmal vergrößern. Ich habe nur noch 5 GB frei. Deswegen, also, ja, deswegen würde ich da direkt mit groß starten. 30 GB würde ich machen, aber ihr Prinzip grundsätzlich sinnvoll. Naruto Bleach 2895, die E-Mail hatten sie uns schon mal geschrieben und ich hatte auch schon mal darauf geantwortet. Genau, es war die Firefox Chronik. Nein, die kann man sich, soweit uns bekannt ist, nicht zurückholen, weil die Datei wird nicht gelöscht, sondern die Datei wird nur leer gemacht. Wenn Sie einen Dateirücksprung, nein, einen Systemrücksprungspunkt haben in Ihrem Windows Vista? Keine Ahnung.
Ja, sein Betriebssystem ist Vista. Wenn Sie sowas angelegt haben und die Datei da eventuell drin ist, dann könnten Sie sie natürlich wieder zurückbekommen. Das kann ich nicht so genau sagen, ob das mitgespeichert wurde. Man kann es ja mal versuchen, je nachdem, wie viele andere Punkte Sie damit wieder zerstören, weil Sie wieder, sage ich jetzt mal, in Ihrer History ein paar Tage nach hinten springen. Aber ansonsten gibt es da eigentlich kein Add-on oder ähnliches, das das wiederherstellt, weil es ist ein Sicherheitsfeature, das hatte ich schon in einem anderen Video gesagt, das ist ein Sicherheitsfeature und wenn sich das so schnell raushebeln lässt, dann, ja, dann bräuchte man es ja quasi gar nicht erst zu machen. Neues Haus, 1, 2, 3. Er hat Probleme mit seiner Circumflex-Taste, den hatten wir auch schon mal vor ein, zwei Tagen, den Kollegen. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass Sie geschrieben hatten, es hat sich erledigt. Sie hätten die Alt-GR-Taste gedrückt. Oder ich bringe sie durcheinander und Sie waren das gar nicht. Das kann auch sein. Egal, auf jeden Fall, so richtig schlau werde ich daraus nicht. Und zwar, ich lese es einfach mal vor, vielleicht verstehe ich es ja dann. Ich habe immer noch das Problem damit, im Moment ist es so, dass ich... Das ist einmal diese Circumflex-Taste gedrückt, dieses Dach. Okay, er hat zweimal dieses Dach, also hat er zweimal die Circumflex-Taste gedrückt. Dass ich es machen kann, wenn ich mit einer Enter-Taste bestätige, ist die Taste irgendwie geblockt. Ich drücke zweimal drauf, also jetzt drückt er zweimal drauf, während er das geschrieben hat, und erst passiert gar nichts und dann kommt das Dach, wobei ich das Dach ja jetzt hier sehe. Ich nehme an, dieses Dach kommt beim zweiten Mal. Nichts passiert. Erst wenn ich etwas anderes schreibe, die 1 oder ein Dach, aber wie bekomme ich jetzt das zweite hin? Wenn ich jetzt allerdings Alt-GR drücke, dann hat er offenbar drei Dächer und zweimal drauf drücke, dann erscheinen erst zwei Dächer. Dann schreibe ich weiter und es erscheint das dritte. Ja, das ist der Punkt, wo ich nicht so ganz verstehe, was Sache ist. Deswegen mache ich das jetzt hier einfach mal nach, in der Hoffnung, dass Sie sehen, was ich hier mache und vielleicht verstehen Sie es oder auch nicht. Okay, was machen wir hier? Also ich drücke die Circumflex-Taste einmal, das ist ein Windows XP-System und da passiert bei mir auch nichts, das ist aber völlig normal. Jetzt drücke ich die Taste Q und jetzt kommt die Circumflex-Taste und das Q. So ist es aber auch richtig, so ist es schon immer gewesen. Wenn ich zweimal das Dach haben will, dann drücke ich einfach zweimal das Dach. Beim zweiten Mal kommt sowieso die Taste und beim ersten Mal kommt ja immer dieses Dach. Es wartet nur immer auf die zweite Taste. Insoweit, also ich habe jetzt zweimal Circumflex gedrückt, dann kommt auch zweimal das Dach. So, machen wir nochmal das Dach und drücken wir mal das E-Zeichen. So, jetzt ist es was anderes, weil die Tastatur das halt jetzt anders erkannt. Und zwar dieses Dach oder diese, na, eine Tilde ist es nicht. Ist doch egal, was es ist. Auf jeden Fall, bei diesem E passt das halt als Buchstabe für bestimmte Sprachen und deswegen wird es halt in diesem Fall eben anders gesetzt. Das kommt aber immer darauf an, welchen Buchstaben man halt danach drückt und das ist auch der Grund, warum die Circumflex-Taste beim ersten Drücken darauf wartet, was drückt er denn jetzt als nächstes. Wenn ich eine Taste drücke, wo das nicht passt, eben nicht das E, ich schätze mal beim S klappt es auch, gucken wir mal, S, ne, da klappt es nicht. Wenn ich in der Schule aufgepasst hätte... Ah, es klappt bestimmt beim A, genau. So, also, nehmen wir das hier mal wieder weg. So, also beim A passt es auch und deswegen kriegen wir jetzt da wieder dieses Dach drauf. Bei allen anderen Buchstaben, jetzt machen wir das Ganze mal mit P, Circumflex P. Also, beim P passt es nicht, das gibt es so als Buchstabe in dem Alphabet nicht. Vielleicht weiß ja einer der Zuschauer mehr, welches Alphabet das ist. Ist das Französisch? Spanisch ist es nicht, soweit ich weiß, weil die haben die Tilde. Das ist diese H, diese Welle. Deswegen, das müssen die Franzosen sein. Oder die Italiener? Wen interessiert's? Also, ich schätze mal, also das hier auf einem System, das funktioniert und Windows XP und ist das genau das gleiche wie bei Ihnen, denn mit zweimal Circumflex bekomme ich zweimal diese Dächer. So, unter Ubuntu verhält sich das anders. Das kommt allerdings daher, weil da andere, ich sage jetzt mal nicht Tastaturtreiber installiert sind, aber eben ja, Tastaturgedöns. So, machen wir das hier auch nochmal. Warum kommt jetzt hier nichts? Circumflex. S. So, jetzt haben wir hier sogar bei dem S. Ich glaube, das hatten wir eben nicht. Vorausgesetzt, man kann das überhaupt sehen. Also deswegen, aber Sie hatten Windows XP, glaube ich. Deswegen, ja, müssten Sie sich jetzt nochmal melden, ob das Ihnen jetzt irgendwie weitergeholfen hat. Ansonsten... Ja, habe ich es irgendwie noch nicht verstanden.
Er benutzt Windows Vista 32-Bit. Vielleicht können das andere User nachstellen, die auch 32-Bit Vista haben. Quiesel 111 fragt an, VMware Server. Er hat uns einen Screenshot geschickt und daraus geht hervor, er kann nicht auf die virtuelle Maschine zugreifen. Jetzt kann ich natürlich hier nicht sehen, wie das System bei Ihnen konfiguriert ist. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass das meistens so konfiguriert ist, dass die virtuelle Maschine, die Dateien, liegen die auf Ihrem lokalen Rechner oder greifen Sie wirklich übers Internet drauf zu? Übers Netzwerk, sorry. Sie müssen nicht übers Internet drauf zugreifen, würde zwar auch gehen, aber übers Netzwerk reicht schon. Also machen Sie das so wie wir hier, dass wir hier einen Server haben, auf dem mehrere virtuelle Maschinen liegen und wir greifen jetzt von diesem Rechner nur auf diesen Netzwerkrechner zu. Das heißt, der komplette Traffic, den wir jetzt hier generieren, indem ich hier Seiten öffne und so weiter, das geht alles übers Netzwerk. Oder ist das bei Ihnen alles ein Rechner? Weil nicht viele, sage ich jetzt mal, bei nicht vielen Leuten wird es Sinn machen, das so zu machen, wie wir das machen. Nur weil halt mehrere Leute mit diesen Maschinen arbeiten, macht es Sinn. Denn wenn das bei Ihnen so ist, dann unabhängig davon, warum der Fehler jetzt hier auftritt, nehmen Sie einfach den VMware Player. Das ist wesentlich leichter. Ansonsten, wie gesagt, ich kann die Konfigurationsdaten nicht sehen. Sie müssen auf diese Konsole zugreifen mit einer IP und einem Login und einem Passwort, weil das eben normalerweise übers Netzwerk geht. Die IP kann Localhost sein, in dem Moment, wo das eben der gleiche Rechner ist. Aber auch dann brauchen Sie immer noch ein Login und ein Passwort. Und wenn Sie mit einem Account unterwegs sind, Windows XP, sage ich jetzt mal, ist das hier ein XP? Kann ich nicht sehen. Wenn Sie zum Beispiel in einem Account eingeloggt sind, der nicht über ein Passwort verfügt, ja, dann wird es schon eng. Kann das schon der Grund sein. Ist also schwer zu sagen, sorry. Aber wenn es halt lokal ist, 64-Bit, 4 GB scheint mir ein großer Rechner zu sein, deswegen machen Sie es mit dem VMware Player. Haben Sie sich eine Menge Arbeit erspart. Ferret out of hell, letzte Frage. Er hat OpenOffice eine Präsentation erstellt vor einiger Zeit. Er kommt aus dem Urlaub und muss an die Präsentation ran. Wie kann er herausfinden, welche Präsentation als letztes von ihm geöffnet wurde? So, das mache ich jetzt hier mal auf einem Ubuntu-PC nach. Das ist aber alles das Gleiche. So, ich öffne OpenOffice Presentation. Sie können wahrscheinlich auch jedes andere Teil öffnen. So, er gibt mir Presentation einen Präsentationsassistenten. Und der sagt jetzt hier, was willst du machen? Normalerweise würde man wahrscheinlich sagen, ich versuche eine vorhandene Präsentation zu öffnen und wahrscheinlich haben Sie das auch schon gemacht, aber Sie sehen dann, wenn hier mehrere drin wären, Sie würden nicht sehen, welche ist jetzt die letzte. Ich schätze mal, das ist Ihr Problem. Deswegen gehen wir den Umweg über die leere Präsentation, klicken also auf Fertigstellen und haben jetzt hier unsere neue leere Präsentation, die wir aber direkt ignorieren. Wir klicken einfach auf Datei, zuletzt benutzte Dokumente und haben jetzt hier auch eine Art History. Dadurch, dass ich mir jetzt nur halb Mühe gegeben habe, habe ich jetzt hier nur ein Dokument drinstehen. Wenn ich jetzt mehrere erstellt hätte, so wie Sie, dann würde allerdings das letzt benutzte Dokument an Position 1 stehen. Denn das letzt benutzte Dokument steht immer an Position 1 und die anderen kommen halt darunter. Das heißt, darüber können Sie feststellen, welche Präsentation Sie als letztes oder als vorletztes und so weiter aufgerufen haben. Das wäre eine Möglichkeit. Können Sie sich ja ganz kurz noch melden, ob das für Sie erfolgreich war. Okay.